الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قلوب الله ديم جنيدقن ديم ألبام هيتقن ونديش بتوجه Es gibt keinen, den wir mit Wahrheit und Recht anbeten, außer Allah. Und keinen in dieser Anbetung zu folgen, außer unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Barakallahu fikum. Natürlich, wenn wir heute über ein Thema sprechen, das ist klar, weil wir in zwei oder in drei Tagen Ramadan haben. Deshalb werden wir inshallah über Ramadan sprechen, über diesen natürlich gesegneten Monat. Und wir sprechen im Wesentlichen Ta'ala über das Fasten. Barakallahu fikum. Fasten hat eine Geschichte. Und die Geschichte ist sehr schön, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Ashura-Tag. Ashura-Tag ist der 10. Tag von Muharram. 10. Tag von Muharram. Wir haben nach Hijra-Kalender 12 Monate. Und der erste Monat davon heißt Muharram. Und der 10. Tag von Muharram heißt Ashura. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam in Al-Medina an diesem Tag, das heißt an Ashura-Tag. Als er kam, sallallahu alaihi wa sallam, hat er gesehen, dass die Juden gefastet haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt, warum fasten die Juden an diesem Tag? Dann haben die Leute ihm erzählt und gesagt, an diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala Musa gerettet vom Pharao, Musa a.s. hat diesen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala gefastet als Dankbarkeit und die Juden fasten auch. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Arabischen nahnu awla bi Musa min Yahud. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man fastet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass wir fasten. Und das war der Ashura-Tag. Am Anfang an war Ashura-Tag dann Pflicht zu fasten. Das bedeutet, die Muslime mussten diesen Tag fasten. Das war im Jahre 1 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von Mekka nach Medina. Im nächsten Jahr, das bedeutet im Jahre 2 nach der Auswanderung, hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, dass Fasten im Ramadan zur Pflicht geworden ist. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Leute geschickt zu den Leuten in Medina und die haben den Leuten gesagt, wer Ashura fasten will, kann er machen und wer nicht fasten will, auch das ist in Ordnung. Und so ist Ashura-Tag zu freiwilligem Fasten geworden und Ramadan zu Pflichtfasten. So hat das angefangen. Aber natürlich Fasten ist nicht neu, weil die
Juden und die Christen, die vor uns waren, sie haben natürlich auch gefastet. Aber anders als unser Fasten, was wir heutzutage haben. Weil wir natürlich andere Regeln im Fasten haben. Für uns, barakallahu fikum, ist wichtig, natürlich, dass wir die Urteile des Fastens lernen. Dass wir die Urteile des Fastens lernen. Und jeder Muslim muss das machen. Und im Fasten, das ist nicht, dass man denkt, ja, einfach kein Essen, nicht zu trinken, kein Geschlechtsverkehr, dann habe ich gefastet. Nein, die Sache ist mehr als, barakallahu fikum, Enthaltsamkeit bezüglich Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr. Der Fastende, der die Reinheit des Fastens pflegt, soll alle Arten von Widersetzungen vermeiden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Gefährten empfohlen, mit guten Wesenarten und guten Eigenschaften zu erscheinen und sich von schlechten Wesensarten sowohl in Worten als auch in Taten zu entfernen. Damit der Muslim das Ziel des Fastens erreicht, muss er gottesfürchtig und fromm sein. Allah sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum al-siyamu, kama kutiba ala al-ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ihr, die glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben, wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren, damit ihr gottesfürchtig werdet. Das ist in Surat al-Baqarah, Ayah 183. Der Fastende soll nicht über andere sprechen, intrigieren, verunglimpfen, lügen, zanken, schimpfen und keinen Meinleid leisten. Wie schön es ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Gefährten erzogen und gelehrt hat. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der nicht von üblem Gerede und Taten ablässt, dessen Verzicht auf Essen und Trinken braucht Allah nicht. Wenn jemand mit jemandem streitet oder ihn beleidigt, so soll er sagen, ich faste, ich faste. Und dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und das ist, barakallahu fikum, zum Verhalten eines Fastenden. Das bedeutet nicht nur, dass der Fastende sagt, okay, ich habe Essen und Trinken verlassen oder Geschlechtsverkehr. Aber leider heutzutage, die Sache ist anders. Wir sehen eine Person, der fastet. Da und da ist diese Person genervt und der regt sich auf. Dann sagt man, was macht diese Person? Sie sagen, lass ihn, der fastet. Subhanallah. Fasten bringt uns bei, dass wir gutes Wesen haben. Und nicht, dass wir uns aufregen und dass wir schimpfen. Früher, und wir wissen das in vielen Ländern, der Vater oder der Oberhaupt der Familie, wenn er fastet, und natürlich manche fasten, oh, die rauchen nicht während Fasten. Und das ist am schlimmsten bei manchen, weil sie nicht rauchen. Und dann kommt er und er fängt an, Probleme zu Hause anzufangen. Da sagt man, warum macht er das? Die Leute sagen, naja, der fastet. Der fastet, der hat heute nicht geraucht, von früh. Also der wartet nur, dass er dann Probleme macht. Und weil er keine Probleme machen kann, weil er fastet. Normalerweise, das ist umgekehrt. Ein fastender Muslim macht das Gute und verlässt das Schlechte. Ein fastender Muslim, der kann sich beherrschen und der lernt, wie man natürlich sich selber beherrschen kann. Das ist das Fasten. Aber nicht, dass man denkt, ja, faste nur kein Essen, kein Trinken, dann ist das alles. Dazu, barakallahu fikum, sehr wichtig, hinter den Rücken von den anderen zu reden. Manche, die fasten ja, die haben Enthaltsamkeit bezüglich Essen und Trinken, aber dass sie Fleisch von ihren Brüdern, wal'iyadu billah, sage ich jetzt, kauen die ganze Zeit im Mund mit der Zunge, das heißt, sie machen Riva, manche denken überhaupt nicht drüber. Sie sitzen zusammen, die fasten ja, und dann fangen die an, wal'iyadu billah, hinter den Rücken von den anderen zu sprechen. Er macht das, der andere hat das getan. Und die wissen nicht, die Armen. Diese Leute sind arm, weil sie nicht wissen, dass sie die Belohnung, was sie vom Fasten erzielen wollen, vielleicht ist das weg geworden, die Belohnung. Aber das Fasten an sich selbst, und das ist was anderes. Und hier muss man etwas bemerken, barakallahu fikum. Und zwar, wir müssen zwischen zwei Sachen unterscheiden. Zwischen Haram oder Verwehrtes während des Fastens zu tun, und Fastenungültigkeit. Das bedeutet, Fasten wird ungültig, wenn man
etwas getan hat oder eine Handlung gebracht hat, was das Fasten ungültig macht. Aber wenn man Haram begeht während des Fastens, das heißt nicht unbedingt, dass das Fasten ungültig geworden ist. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Weil viele Leute denken, wenn man zum Beispiel ein schlechtes Wort sagt, dann ist das Fasten ungültig geworden. Nein. Da hat man eine Sünde begangen, ja. Aber das Fasten an sich selbst ist noch gültig, solange man keine Handlung gebracht hat, was das Fasten ungültig macht. Es ist wünschenswert, andere fastende Muslime zum Fasten brechen Iftar einzuladen. Das bedeutet, wenn du fastest, ist es sehr gut, dass du die anderen einlädst und dass du natürlich diesen Leuten speist. Und natürlich Iftar bedeutet nicht, dass man drei, vier große, natürlich sage ich jetzt, Teller von Essen und sowas gemacht hat. Nein. Es wird empfohlen, dass der Fastende sich vor allem in den letzten 10 Tagen des Ramadan vermehrt auf das Leben des Heiligen Koran, das Nachdenken, das Sprechen von Dua und das Spenden für Allah konzentriert, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam während des Fastens zu tun pflegte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat während des Fastens gepflegt, dass er spendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber subhanallah, wir haben so ein großes Problem heutzutage. Wenn man ihm sagt, ich spende Kaffee, der Kaffeekasse auf Arbeit, dann spendet er Kaffee und er gibt Geld dafür. Aber wenn man ihm sagt, ich spende für Moschee, gib mal für Allah subhanahu wa ta'ala, der Shaitan kommt zu ihm. Warum gibst du einer Moschee Geld? Subhanallah, das ist doch dein Geld. Und das ist doch, was für sich übrig bleibt, wenn du für Allah subhanahu wa ta'ala spendest und wenn du für eine Moschee gibst. Wenn man was in der Moschee baut, barakallahu fikum, dann baut man für sich ein Haus im Paradies. Viele Leute denken nicht dran. Die denken, dass die Sache leicht ist. Haus im Paradies. Spende für Allah, dann Haus im Paradies bekommst du. Mach etwas Gutes in der Moschee, bekommst du ein Haus im Paradies. Tust du das für Allah subhanahu wa ta'ala, das bleibt für dich auch, wenn du danach stirbst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer von euch mag das Vermögen von seinen Erbenden als sein eigen Vermögen, dann haben sie gesagt, keiner. Also du das magst du erst das Vermögen von deinen Kindern mehr als dein Vermögen? So haben sie das verstanden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, was ihr gespendet habt, das ist euer Vermögen. Das ist euer Geld. Und was ihr gelassen habt, dann ist das hier die Leute, die euch später erben werden. Das bedeutet, alles, was du in diesem Leben für Allah subhanahu wa ta'ala spendest, das ist dein Geld. Und das ist dein Vermögen. Und das bleibt für dich am letzten Tag. Deshalb, barakallahu fikum, während des Fastens, man sucht, wenn eine Moschee zum Beispiel Hilfe braucht, oder wenn eine Moschee gebaut wird, dann mach das für Allah subhanahu wa ta'ala. Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Gib in diese Moschee. Das ist erstmal eine Sadaqa Jariya. Das bleibt für dich. Das bleibt für dich. Wenn du Eltern gehabt hast, die sind gestorben, spende auch, dass diese Belohnung für die Eltern geht. Und wir brauchen Hasanat. Dazu, barakallahu fikum, Armen unterstützen. Arme Leute unterstützen. Wenn arme Leute Geld brauchen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir leben hier gut. Keiner kann sagen, wir leben hier nicht gut. Mindestens du hast zum Essen, zum Trinken. Aber es gibt Leute, wallah, die haben nicht zum Essen und nicht zum Trinken. Dann denke an diese Kinder, die keine Eltern haben, an diese Kinder, die keine Wohnung haben, die auf der Straße leben. Vielleicht ein Euro, vielleicht ein Euro rettest du einen Mensch. Und wer einen Mensch rettet, rettet die Menschheit. So ist das im Islam. Auch barakallahu fikum im Ramadan. Soll der Muslim viel Koran lesen für Allah subhanahu wa ta'ala. Tarawih-Gebet mitmachen. Soll man immer, wenn du Gutes sagen kannst, sag es. Wenn du aber Schlechtes sagen willst, dann mach so. Ali ibn Abi Talib, Radwanullah alayhi, sagte, pass auf, wie schön das von Ali, Radwanullah alayhi. Er hat gesagt, subhanallah, er hat gesagt, ich hoffe, dass ich einen Hals von einem Kamel habe. Oder hätte. Wenn ich ein Wort sagen würde, dann erstmal erinnere ich mich oder ich prüfe dieses Wort. Und weil er lange Hals hat, dann kann ich das prüfen in diesem Weg. Aber heute haben wir kurzen Hals.
dann schießen wir sofort los. Aber dann kommt das Wort, wal'iyadu billah, sehr schlimm. Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi sagte, ja, lisanu, qul khayran taghnam, waskut an sharrin taslam. Das bedeutet, meine Zunge, sag Gutes, dann wirst du gewinnen. Und ich schweige, dass du nicht Schlechtes sagst, dann so bist du im Frieden. Und das ist die Sache, was wir brauchen natürlich in Ramadan, dass wir im Frieden leben. Und auch im Ramadan rufen wir, barakallahu fikum, zum Frieden. Auch bezüglich anderer Menschen. Das bedeutet bezüglich anderer Leute. Ich persönlich, barakallahu fikum, mit meiner Gemeinde, habe alhamdulillah zu Ramadan, Anfang jetzt, so einen Brief gemacht. Und wir haben diesen Brief an alle Leute geschickt. Das bedeutet Leute, die kein Muslim sind. Wir haben ihnen gesagt, wir wollen in Frieden mit euch leben. Und wir haben natürlich ihnen erzählt, was bedeutet Ramadan für uns. Was bedeutet in Frieden leben und zusammen und das Gute, inshallah, machen. Barakallahu fikum, dazu auch natürlich, wir nutzen Ramadan dafür, dass wir über Islam erzählen. Wenn die Leute uns sehen, dass wir fasten, dass wir nicht essen, nicht trinken, dann fragen sie uns, warum macht ihr das? Dann sagen wir, für Allah. Dann sagen wir, für Allah. Ich meine, viele von uns haben das erlebt. Die Leute sagen, ja, komm, hier ist ein Raum daneben, iss mal ein bisschen. Oder mach die Gardine zu und hinten. Wir sagen ihm, nein. Wenn wir auch diese Gardine zumachen, oder die Türe zumachen, oder alles zumachen, aber es gibt Allah, der sieht uns überall und der weiß, was wir tun. Und wir können uns niemals verbergen oder wir können niemals fliehen. Deshalb, barakallahu fikum, Fasten kann man auch für Da'wah sehr gut nutzen. Es gibt natürlich sehr viele Vorzüge für das Fasten. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer auch immer Ramadan aus Iman und mit Hoffnung auf Belohnung fastet, dem werden alle seine früheren Sünden vergeben sein. Meine, dieses Hadith, barakallahu fikum, wir sind alhamdulillah Muslim, wir müssen diese Hadith hier im Herzen verstehen. Wenn du Ramadan aus Iman und Hoffnung auf der Belohnung, was bedeutet hier, man saama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Das war, barakallahu fikum. Aus Iman bedeutet, dass du glaubst, 100%ig überzeugt davon bist, dass Fasten in Ramadan Pflicht ist. Und weil Fasten Pflicht ist, machst du es für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist dein Glaube. Und du handelst nach diesem Glauben. Und dann rechnest du im Herzen, im Kopf, wenn ich faste, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich für Allah faste und ich mache das gut, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, was ich von Sünden gemacht habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns akzeptieren. Sag mal Amin, nicht inshallah. Auf jeden Fall. Inshallah sagt man, wenn man was anderes sagt. Aber wenn man Dua macht, dann sagt man Amin. Nicht inshallah. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Die Sache ist auch, dieser Glaube. Warum wir fasten überhaupt? Wir fasten nicht damit, die Leute sagen, die sind gut oder schlecht. Oder damit wir sagen, schau mal, ja, ich trinke kein Wasser. Ich hab Wasser, ich trinke nicht. Nein. Wir fasten, weil Allah uns befohlen hat. Und wir machen das für ihn. Er hat uns doch alles gegeben. Wir danken ihm dafür, was er uns gegeben hat. Wir lieben Allah. Er gebührt die Anbetung, subhanahu wa ta'ala. Und wir wollen ins Paradies, nicht in die Hölle. Das bedeutet, wer Ramadan aus Iman, dass Ramadan Pflicht ist, Fasten in Ramadan Pflicht ist. Und Rechnung, das bedeutet Hoffnung auf die Belohnung. Ich rechne im Kopf, zum Beispiel, du gehst jetzt zu einem Chef, du wirst arbeiten. Du rechnest, der sagt dir, ich gebe dir 5 Euro die Stunde. Da rechne, ich meine, 5 Euro gibt es im Westen vielleicht nicht, aber das nur im Osten. Ja, auf jeden Fall, du rechnest angenommen, ja? 5 Euro mal 8, die sind viel, so viel Euro. Ein anderer Chef sagt 15, dann rechnest du immer. Und dann rechnest du, wenn ich hier arbeite, dann bleibt so und so was. Mit Allah subhanahu wa ta'ala ist mehr. Wer mit Allah subhanahu wa ta'ala rechnet und wer mit Allah subhanahu wa ta'ala, wer die Hoffnung an Allah subhanahu wa ta'ala hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt die Belohnung subhanahu wa ta'ala. Deshalb rechnen wir damit. Fasten wir richtig, machen wir gut, wird Allah unsere früheren Sünden verzeihen. Hier, barakallahu fikum, die Gelehrten des Islam,
Sie haben natürlich unterschiedliche Aussagen getroffen bezüglich, was bedeutet hier alle früheren Sünden verziehen. Heißt das auch die großen Sünden oder sind das nur die kleinen Sünden? Heißt das alles, was man getan hat, oder gibt es hier in diesem Zusammenhang Erklärung? Es gibt natürlich eine Erklärung. Und die Erklärung ist, wenn man keine großen Sünden gemacht hat und da fastet man in Ramadan, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verziehen, was diese Person gemacht hat von Sünden. Aber die großen Sünden, die brauchen extra Tauba. Sie brauchen extra Reue. Die große Sünde kann nicht mit Salah oder mit sowas einfach gelöscht werden. Das braucht man Tauba dafür. Abu Huraira berichtete ebenfalls, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf den Lohn Allah die Nacht der Bestimmung Laylatul Qadr beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und wer immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf den Lohn Allahs im Ramadan fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Also Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht die Sünden. Was ist der Unterschied zwischen wer Laylatul Qadr beten verbracht hat, werden aus Iman und so weiter, und wer Ramadan? In Laylatul Qadr oder in Ramadan, die Nächte, beten zu verbringen, das wird Tarawih-Gebet, ist Sunnah. Ist nicht Pflicht, ist Belief. Das bedeutet, wenn man das macht, dann ist das mit Belohnung. Wenn man das nicht macht, dann gibt es keine Strafe. Aber ein Muslim verliert diese Belohnung nicht. Der denkt, der rechnet damit, wir leben nicht lange. Und wir haben nicht so viele Jahre auf dieser Welt und wir brauchen natürlich die Hilfe Allah und wir wollen doch ins Paradies. Und wer ins Paradies kommen möchte, muss etwas für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Allah verspricht im Koran den fastenden Muslimen Vergebung und schönsten Lohn. Allah sagt im Koran in der ungefähren Bedeutung, إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين أم عند ذاك الله سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات أم عند هذه آية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله hat für sie Verzeihung und gewaltige Belohnung verbreitet. Das bedeutet, machst du das für Allah, wirst du diese Belohnung bekommen. Natürlich, Barakallahu fikum auch, Abu Umama radhiyallahu alayhi kam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte ihm, O Prophet, sag mir eine Tat, wenn ich das tue, oder eine Handlung, wenn ich das tue, dann komme ich ins Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, halte dich an das Fasten, denn es gibt nichts Gleichwertiges. Ich wiederholte meine Frage, sagte Abu Umama, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gab mir dieselbe Antwort. Das bedeutet, willst du ins Paradies, willst du eine Tat begehen, was am besten ist, dann faste für Allah subhanahu. Hier, in diesem Hadith bedeutet zusätzlich, freiwillig, nicht nur in Ramadan, sondern freiwilliges Fasten. Wenn freiwilliges Fasten so große Belohnung hat, dann was sagen wir zu Ramadan? Die Belohnung ist sehr groß bei Allah subhanahu wa ta'ala. Im Paradies gibt es ein Tor, das Ar-Rayyan genannt wird, wodurch am Tag der Auferstehung diejenigen eintreten werden, die zu fasten pflegten. Und niemand außer ihnen wird es betreten. Es wird gesagt werden, wo sind diejenigen, die fasteten? Sie werden aufstehen und niemand wird es betreten außer ihnen. Wenn sie es betreten haben, wird es geschlossen. Und niemand anderes wird es ja betreten. Es gibt natürlich 8 Tore für das Paradies. Und ein davon heißt Ar-Rayyan. Das ist nur für die Leute, die im Leben gefastet haben. Die haben das gepflegt, immer zu fasten. Und sie kommen dadurch. Und wenn sie dadurch kommen, dann wird das zugeschlossen. Keiner außer diejenigen, die gefastet haben, geht dadurch. Auch natürlich, Barakallahu fikum. Das Fasten wird ein Schutz vor der Hölle sein. Fasten ist ein Schutz vor der Hölle. Wenn man einen Tag einzig für Allah fastet,
dann wird Allah einen Graben zwischen ihm und der Hölle bauen, der so groß ist wie die Entfernung zwischen Himmel und Erde. Fastest du einen Tag für Allah? Allah macht zwischen dir und Hölle ein Hindernis, ein Graben. Ein Graben zwischen Himmel und Erde. Auch dazu, barakallahu fikum. Fasten als Schutz ist ein Schutz für die jungen Leute. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, oh, junge Leute, wer von euch heiraten kann, dann soll er das machen. Wer aber nicht heiraten kann, dann soll er fasten. Fasten ist für ihn ein Heilmittel oder Schutz. Das bedeutet, wenn man fastet, barakallahu fikum, der Shaitan, der kommt zu uns, Iblis, kommt zu uns, der Shaitan versucht. Wenn wir unser Gier nicht stoppen, dann kommt der Shaitan schneller zu uns. Aber wenn du dein Gier stoppst, dann kann der Shaitan zu dir nicht reinkommen. Und der Shaitan kommt durch zwei Hauptwege zu uns. Durch Bauch, Essen und durch Shahwa, Bedürfnisse. Und deshalb, wenn wir fasten, kein Geschlechtsverkehr, kein Essen, kein Trinken. Das wird, wir sperren den Weg, dass der Shaitan zu uns kommt. Und deshalb, wir fasten, ist geschützt normalerweise. Barakallahu fikum, Fasten auch ist eine Sühne für viele Sachen. Und das Schönste im Fasten auch ist, in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, jede Tat von Sohn Adam wird belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Die gute Tat zu 7 und zu 700 Mal vervielfacht Allah subhanahu wa ta'ala das. Allah sagt, außer Fasten, das ist für mich und ich belohne dafür. Das ist für mich und ich belohne dafür. Er verlässt sein Bedürfnis, sein Essen und Trank für mich. Für ein Fasten gibt es zweimal. Einmal, wenn er das Fasten bricht und einmal, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Das war mir farhata. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqai rabbih. Wa la khulufu fihi atyabu inda Allah min rihmih. Das bedeutet, und der Geruch, der Mundgeruch eines Fastenden ist bei Allah besser und angenehmer als der Geruch des besten Parfüms oder mit Parfüm in diesem Zusammenhang. Und das ist sehr schön auch in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Hier müssen wir etwas sehen und etwas, barakallahu fikum, nachdenken. Eine Person hat Mundgeruch. Und das ist schlecht normalerweise, unangenehm, wir sagen es auch. Aber dieser Mundgeruch bei Allah ist besser und angenehmer als der beste Parfüm. Und das ist für uns etwas sehr Wichtiges. Das heißt, es sind ein paar Sachen, ein paar Dinge im Leben für uns, die sind nicht unangenehm, aber in der Religion sind sie richtig. Und hier wählst du: unangenehm im Leben oder richtig in der Religion? Was nimmst du davon? Wir sagen, wir nehmen, was in der Religion richtig ist, wenn das auch unangenehm für die Leute ist. Aber manche nehmen das Unangenehme im Leben und die machen Verbotenes in der Religion. Wer hat gewonnen? Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns davon erzählt. Der Mundgeruch eines Fastenden ist bei Allah s.w.t. angenehmer als Mistparfüm oder das beste Parfüm, was die Menschen, barakallahu fikum, benutzen. Hauptziel des Fastens ist, dass wir Taqwa im Herzen haben können. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns hier befohlen, wenn wir fasten, dann werden wir Taqwa bekommen. Das wird ohne, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dann werden wir auch nichts tun von der Religion. Deshalb muss man Allah subhanahu wa ta'ala erstmal fürchten. Aber fürchten bedeutet nicht, was die Leute denken. Das war nur, yalla, in der Moschee, zwei Raka'a macht. Taqwa ist mehr als das. Taqwa, barakallahu fikum, ist, dass du immer weißt, Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich. Und dass du nach Quran und Sunna lebst. Allah sieht dich. Nach Quran und Sunna leben. Und dass du dich vorbereitest auf den Tag, dass du stirbst.
dass du dich vorbereitest auf den Tag, dass du stirbst. Das ist Barakallahu fikum Taqwa. Du machst das Gute und du verlässt das Schlechte. Aber dass man nach dem Rücken, dass man hinter dem Rücken von seinen Brüdern schlecht redet, oder dass man, wal'iyadu billah, lügt, oder dass man für Allah subhanahu wa ta'ala nicht gibt, nur bla bla reden und lange Zunge haben, das ist nicht Taqwa. Es gibt viele, die können reden, aber das genügt nicht. Du musst tun. Ja, ihr Lazina Amalu, immer sagt man, mala taf'alun, kabura maqtan inda Allah, in taqulu mala taf'alun. Das bedeutet, oh ihr, der glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Das ist eine große Sünde bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr sagt und nicht tut. Deshalb, barakallahu fikum, das gehört zu Taqwa. Und Ramadan, können wir Taqwa in Ramadan haben. Warum? Weil diese Sache, das ist nicht für die Leute, dass man fastet, sondern du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala und das ist direkte Anbetung für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man fastet, dann beweist man, dass man den Beweisen aus Koran und Sunna folgt und nicht gelüst. Das wird kein Hawa folgen. Hawa folgen heißt, ich mag etwas oder ich habe Zuneigung zu etwas. Wenn mir auch Beweise vorgelegt werden, nehme ich die Beweise nicht mehr. Ich nehme nur, was ich mag. Und das ist sehr schlimm, wal'iyadu billah, in unserer Religion. Weil dieser Hawa, der wird zu Ilah, wal'iyadu billah. Das wird zur Religion bei der Person. Nein, im Islam ist die Sache so. Gibt es Beweise aus Koran und Sunna? Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahaba haben das getan, dann gibt es keine Diskussion mehr. Es gibt keine Diskussion mehr. Wenn wir diskutieren, das heißt, wir haben kein Taqwa, wir folgen nicht Koran und Sunna. Und drittens, und das sehr schlimm ist, wir folgen unseren Gelüsten. Und wer sein Gelüst folgt, wal'iyadu billah, geht in die Hölle. Warum wurde Al-Hawa Hawa genannt? Gelüst, Gelüst genannt? Weil dieser Al-Hawa die Person in Al-Hawiyah, das wird in die Tiefe bringen. Und die Tiefe hier wird damit gemeint, Jahannam, wal'iyadu billah. Wir sind gelüstvoll. Ich liebe etwas oder ich mag etwas. Trotz, dass das gegen die Religion ist. Tue ich das? Das ist sehr schlimm in unseren Religionen. Das Fasten ist Reinigung für die Seele. Das Fasten ist gesund. Durch das Fasten wird die Nation vereint, da sie alle gemeinsam für Allah fasten und diese stärkt die Beziehungen zwischen den Muslimen. Es gibt im Islam nichts Schwarz und Rot, Gelb und Weiß. Es gibt nicht im Islam Araber, Türke, Kurde, ich weiß nicht was, Pakistaner, Iran. Es gibt sowas nicht. Es gibt im Islam, wir sagen La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, da sind wir alle gleich und wir sind alle Brüder. Der Beste von uns ist derjenige, der Allah fürchtet und der besser macht. Das ist unsere Religion. Aber leider heutzutage, wie die Sache geworden ist bei Muslimen. Ramadan vereint uns. Wir fasten alle zusammen. Und wenn wir zusammen sitzen oder essen, dann gibt es nicht reich und arm. Dann gibt es nicht Alim oder nicht Alim. Alle sind wir gleich für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Machst du mehr? Tust du mehr für Allah subhanahu wa ta'ala? Bist du besser. Das ist die Sache in Ramadan. Durch das Fasten verspürt der Fastende Hunger und Durst. Dies lässt ihn an Arme und Bedürftige denken, die weder Essen noch Trinken haben. Wenn du jetzt nichts zum Essen hast, nichts zum Trinken hast, und du hast das vor dir, wir haben Wasser vor uns, und wir haben so. Und wenn wir fasten, dann trinken wir nicht, dann spüren wir, was das bedeutet. Es gibt viele Leute, die wollen trinken und essen, aber die haben nichts. Dann, barakallahu fikum, das Fasten fördert die Geduld, da man Speisen und Getränke vor sich hat, sich dennoch enthält. Das bedeutet, du lernst Geduld aus dem Fasten. Mit Fasten. Du hast alles und du machst für Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das Fasten fordert Standhaftigkeit, Selbstkontrolle und die innere Ruhe, so dass man sich nicht aufregt und zornig wird. Also wenn man fastet, normalerweise ist man ruhig. Wenn man fastet, ist man normalerweise ruhig. Aber wenn man fastet und zornig wird, seid sicher, barakallahu fikum, die Person fastet nicht richtig. Oder der ist nicht rein. Weil Fasten, Reinheit und inneren Frieden fördert und nicht was anderes. Das Fasten ist ein Weg für die Da'wah, besonders in diesen Ländern, in denen weniger Muslime leben. Barakallahu fikum. Fasten natürlich ist sehr wichtig für uns und da kann man sehr viel über Fasten reden und sprechen. Aber
in diesem Zusammenhang kann man auch sehr viel erzählen. Dann vielleicht ein paar Wörter noch zu Monat Ramadan, Barakallahu Fikum, was für uns natürlich sehr wichtig ist. Dieser Monat, Schahr Ramadan, in diesem Monat wurde der Koran herabgesandt. Und in diesem Monat, Barakallahu Fikum, werden, pass auf, wie das schön ist in Ramadan, werden die Tore vom Himmel geöffnet, vom Paradies geöffnet und die Tore von Jahannam geschlossen. Es gibt einen Rufer, der ruft vom Himmel: O du, der das Gute machen will, komm näher. O du, der das Schlechte machen will, geh weg, geh weg. Wir wollen nichts Schlechtes in Ramadan. In Ramadan werden die Führer, die großen Teufel, die werden gefesselt, nicht alle Teufel, weil jeder von uns sein Karin mit hat. Aber die großen Teufel werden gefesselt. Und in diesem Monat, Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala segnet seine Diener. Und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert ihre Tauba, subhanahu wa ta'ala. Deshalb muss man in diesem Monat, Barakallahu fikum, muss man für Allah subhanahu wa ta'ala was tun. Und Allahu a'lam, ob wir in diesem Ramadan fasten können oder nicht, weil wir nicht wissen, ob wir am Leben bleiben oder sterben. Vielleicht voriges Jahr hat man über Fasten gesprochen und da hat man gesagt, ja, wir werden fasten. Und da hat man gefastet. Aber dieses Jahr sehen wir diese Leute zwischen uns nicht mehr. Einer ist gestorben, einer ist weggegangen. Allahu a'lam, was mit den Leuten ist. Das wird es, Barakallahu fikum, das ist eine Möglichkeit, dass man viel Hasanat bekommt und dass man Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet, dass man etwas für den Islam macht. Das ist eine Möglichkeit im Fasten, dass wir zusammenkommen, dass wir etwas für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Spenden wir für Moscheen, machen wir Gutes, kommen wir zusammen, sind wir brüderlich, fürchten wir Allah subhanahu wa ta'ala, zeigen wir Geduld, leben wir friedlich mit den anderen. Das ist alles, was wir durch Ramadan erreichen können. Und das ist eine Möglichkeit für uns. Und der Arme oder der Verlierer ist derjenige, der diese große Gabe verloren hat in diesem Monat. Wie verloren hat? Hinter dem Rücken von den anderen reden. Schlecht machen, haram machen. Ist ihm egal, was Fasten bedeutet. Zornig werden, aus dem Fasten nicht lernen. Und dann, wir sehen was anderes auch in den Moscheen. Zu Ramadan werden die Moscheen voll. Mashallah, Allahum barik. Nach Ramadan, wo sind die Leute, die in Ramadan gekommen sind? Sie sind nicht mehr da. Ist nur Allah in Ramadan? Hasha. Al-Hasan al-Basri wurde danach gefragt. Man hat ihn gefragt. Es gibt Leute, die nur in Ramadan beten und fasten. Wer sind diese Leute? Er hat gesagt, die sind schlimm. Al-Hasan al-Basri ist eine große Gelehrte, der von Tabi'in, rahimahullah ta'ala. Er hat gesagt, die sind schlimme Leute, schlechte Leute. Sie kennen Allah nur in Ramadan. Der Gott von Ramadan ist doch der Gott von Shawwal und Gott von Sha'ban. Das wird Allah ist Allah. In allen Monaten. Aber nicht nur in Ramadan beten und in anderen Monaten, wal'iyadu billah, alles. Und es gibt auch etwas bei manchen, wal'iyadu, a'udhu billah, von diesen Leuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Manche Leute klauen und stehlen. Aber in Ramadan, von früh bis abend, klauen sie nicht. Aber nach Iftar fangen sie wieder an. Mashallah. Die fürchten Allah. Ja, Latif. Wallah. Es gibt so. Oder manche, wal'iyadu billah, die nutzen den Namen des Islam, dass sie Schlechtes tun und dass sie andere unschuldige Menschen töten im Namen unserer Religion. Wir sagen nein, unsere Religion ist total anders. Wir sind Muslim und wir fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen, was bedeutet. Wir wissen, was das bedeutet, dass man Seelen, wal'iyadu billah, dass man Leute verlässt, wal'iyadu billah. Das wissen wir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Al-Islam, ayyaslam an-nas min yadika wa lisanik. Das bedeutet, die Leute sind im Frieden von deiner Zunge und von deiner Hand. Das ist auch Islam. Das bedeutet, Islam ist nicht nur beten in der Moschee und fasten in Ramadan. Nein, der Islam ist mehr. Das ist Benehmen auch. Dass die Leute im Frieden sind von deinen Händen und von deiner Zunge. Und deshalb, Barakallahu fikum, in Ramadan machen wir Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute gibt und uns vom Schlechten weghält, subhanahu wa ta'ala.
im Ramadan kommen wir zusammen, machen wir etwas Gutes für Allah, nutzen wir das in Unterrichten, in Lernen unserer Religion. Und wenn du deine Religion nicht lernst, dann bleibst du immer. Und aber wenn du deine Religion lernst, dann wirst du immer, inshallah, im Guten steigen und steigen. Und die meisten, die schlecht machen, sind die Leute, die kein Wissen haben. Aber die Leute, die Wissen in ihrer Religion haben, machen nicht Schlechtes. Und das ist eine Regel, barakallahu fikum. Deshalb auch nutzt man Ramadan, um Unterrichte zu besuchen und um das Gute mitzumachen. Und wie ich schon gesagt habe, in Moscheen, da müssen die Leute in die Moschee kommen. Hier kommen, zusammen beten, lernen, Unterrichte haben, für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir Gutes machen, dann fürchten wir nur Allah. Aber wenn wir Schlechtes machen, das ist klar, dass wir auch die Menschen fürchten werden. Und unsere Religion heißt, derjenige, der uns gut macht, sind wir besser zu ihm. Derjenige, der zu uns schlecht ist, haben wir Geduld mit ihm und zeigen wir Geduld in diesem Zusammenhang. Das ist unsere Regel. Und das können wir, barakallahu fikum, auch in Ramadan lernen. Wenn jemand zu dir kommt und der sagt, du bist so, du bist so, du bist so, dann sag ihm nicht, du beschimpfst ihn zurück. Nein. Sag, ich faste, ich faste. Und nimm deinen Weg und geh weg. Ich weiß, wenn du das mit den Leuten heute machst, einer beschimpft dich und du sagst ihm, ich faste, der wird sagen, ah, diese Person ist feige. Der hat Angst vor mir. Der soll das sagen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht doch. Und Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, es gab Leute von Khawarij. Es gab Leute von Khawarij, die kamen zu ihm, die haben Probleme in der Moschee gemacht. Einmal hat al-Hasan al-Basri seine Hände gehoben im Unterricht. Und er hat gesagt, Allahumma kfinahum bima shi'. Das Dua. Einer von ihnen ist sofort auf den Boden gefallen, er starb. Ey Wallah, deshalb muss man aufpassen. Er starb sofort, die Person. Der hat gesagt, oh Allah, lass diese Leute von uns weg, dass ihr Scherr von uns weg ist. Und mach du das mit ihnen. Das bedeutet, wir vertrauen auf dich, mach was du willst mit diesen Leuten. Einer ist sofort gestorben. Deshalb, barakallahu fikum, ist die Sache so, wir müssen aufpassen, dass wir kein Unrecht, wenn wir, das, bezüglich Unrechtes, wenn ein Muslim Unrecht tut, wenn man Unrecht tut, wal'iyadu billah, dann gibt es ein großes Problem. Weil Unrecht, wal'iyadu billah, sehr schlimm in unserer Religion ist. Deshalb auch während des Fasten, dürfen wir, barakallahu fikum, keine schlechten Dinge machen, kein Unrecht. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch segnen und von uns und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gute Zeit in Ramadan geben, dass wir brüderlich miteinander zusammenkommen und dass wir etwas Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Moschee und allen Moscheen überhaupt, dass wir das Gute machen für unsere Religion und für unseren Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Ich habe so ein Buch, ein Büchlein, sage ich lieber, über Fasten, Urteile vom Fasten und alles zusammengeschrieben. Und inshallah in diesen 3 oder 4 Tagen werden wir das zum Druck schicken und da kann man das bestellen, beten wir alle. Auf jeden Fall, Fasten, was Fasten ungültig macht. Fasten wird ungültig durch. Erstens, Essen, Trinken mit Absicht. Essen, Trinken mit Absicht. Zum Beispiel, ich bin zu Hause und ich nehme das Glas, Bismillah. Ich faste. Das hier, du machst dein Fasten weiter. Dein Fasten ist gültig. Und du brauchst diesen Tag nicht zu wiederholen. Unsere Religion ist Erleichterung und kein Erschwernis. Aber ich sehe das Glas so und sage, naja, Absicht, ja? Naja, vergiss es. Aber mit Absicht war das. Dann ist das Fasten ungültig, wal'iyadu billah. Zweitens, Geschlechtsverkehr mit Absicht. Was bedeutet mit Absicht hier? Eine Person hat die Uhr gestellt. Und der guckt so, der sieht die Uhr 5 Uhr früh. Und der hat Geschlechtsverkehr, zum Beispiel. Dann guckt er draußen, das ist um 8, die Sonne ist doch.
ist hier, das war unabsichtlich. Hier, das Fasten ist gültig noch. Und es gibt keinen Beweis, dass man sagt, das Fasten ist nicht ungültig geworden. Das gleiche bei Essen und Trinken ohne Absicht ist auch bei Geschlechtsverkehr ohne Absicht. Aber wenn man mit Absicht das gemacht hat, weil er will Geschlechtsverkehr, dann muss man 60 Tage erstmal eine Sklave befreien, wenn man nicht kann, dann 60 Tage hintereinander fasten. Wenn nicht, dann 60 Armen speisen. Kafara. Wie lange? Zwei Monate fasten hintereinander, 60 Tage. Wenn nicht, dann 60 Armen speisen. Wie lange gibt es nicht? Nur einmal. Dann nimmt man 60 Armen und speist man. Aber wenn man nicht fasten kann, aber wenn ein junger Mann fasten kann, dann muss er fasten. Er darf nicht speisen. Der muss erstmal fasten, 2 Monate. Drittens, barakallahu fikum. Drittens, das wird Essen, Trinken mit Absicht. Geschlechtsverkehr mit Absicht. Erbrechen mit Absicht. Dass man zum Beispiel der Finger in den Mund tut und das ist auch, das macht Fasten ungültig. Viertens, wenn die Frau ihre Menstruation oder im Wochenbett ist, dann ist das Fasten auch ungültig geworden für sie. Fünftens, wenn man die Niyya gefasst hat, das Fasten zu brechen. Das hat man die Niyya, ich werde nicht mehr fasten. Dann ist Fasten ungültig geworden. Sechstens, dass man den Islam vom Islam abfällt. Dass man Ridda macht, wal-iyadu billah, dann ist das Fasten ungültig geworden. Das sind die sechs Dinge, die das Fasten ungültig machen. Alle anderen Dinge, es gibt kein Ijma' dafür, wenn man sagt Hijama oder sowas, wenn man raucht, natürlich Fasten ungültig, weil das wie Essen und Trinken, ne? Rauchen während Fasten. Aber, zum Beispiel, wenn man zuckerkrank ist, und da wird man subkutan gespritzt, das ist kein Problem, da darf man weiter fasten. Wenn man zum Zahnarzt geht, darf man weiter fasten. Hauptsächlich, dass du nicht etwas schluckst oder etwas gelungen ist mit Absicht. Wenn man zum Beispiel Ernährungsspritze nimmt, dann ist das Fasten ungültig auch geworden. Das heißt, die Regel ist, alles, was in Richtung Essen, Trinken mit Absicht ist oder Geschlechtsverkehr mit Absicht, macht das Fasten ungültig. Alles andere nicht. Alles andere nicht. Auf jeden Fall, da kann man nicht alles auch erklären. Inshallah, du kannst das im Buch lesen, wenn das erscheint. Wann darf man fasten? Du kannst fasten ab 7 Jahre. Wenn du 7 Jahre alt bist, dann kannst du fasten. Wenn du nicht fasten kannst, ist nicht schlimm. Aber man muss fasten, wenn man reif geworden ist. Reif geworden ist, dann muss man fasten, yani Buluh. Davor kannst du den Kindern beibringen zu fasten. Aber wenn sie das nicht schaffen können, dann können sie auch Kinderfasten machen. Da können die Eltern zum Beispiel einen halben Tag machen oder so weiter. Aber du musst aufpassen, wenn du sagst, ich faste, nicht, dass du alleine gehst in die Küche und dann nicht machen, ha? Okay? Aber wir bringen unser Kind dabei. Barakallahu fikum, die Sahaba radhiyallahu anhum, die Frauen von Sahaba, die haben so kleine Puppen aus Wolle gemacht für ihre Kinder. Wenn die Kinder geweint haben, wir wollen essen, die haben ihnen diese Puppen gegeben, die haben damit gespielt. Damit die Kinder mit Fasten aufwachsen. Aber wenn dein Kind 13, 14 Jahre alt ist und er hat niemals gefastet und sagt ihm, jetzt faste, das ist schwer. Aber wenn er ab 7 schon fastet und er weiß, was ist, dann ist normal bei ihm. Wallahu ta'ala ala ala. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich habe einen Freund, arbeitet mit Kunden. Das heißt, er muss für seine Firma verkaufen. Die Kunden kommen aus dem Ausland und dieses Essen mittags. Wer etwas für Allah subhanahu wa ta'ala lässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm was Besseres geben. Es gibt, barakallahu fi, keinen, der dir sagen kann, diese Person darf fasten. Derjenige, der dir sowas sagt, a'udhu billah. Ich meine,
Du kannst das nicht machen mit einem Muslim. Ein Muslim muss das. Und wenn jemand dir deine Religion hier verbietet, er darf das nicht. Du hast hier die Möglichkeit, deine Religion zu praktizieren. Keiner kann dir sagen, mach das nicht. Und wenn er weiß, dass er in Ramadan diese Arbeit hat, der muss in Ramadan immer Urlaub nehmen. Eine Lösung, jeden Ramadan Urlaub nehmen. Du hast immer einen Monat Urlaub zu nehmen. In jedem Ramadan nimmt er Ramadan Urlaub. Damit er kein Problem. Wenn er unbedingt diese Arbeit machen möchte. Aber, dass wir ihm sagen, naja, ist mit, a'udhu billah. Wir können sowas sagen. Und er hat keine Notwendigkeit. Meine, wenn jemand sagt, auch Notwendigkeit, es gibt keine Notwendigkeit in diesem Zusammenhang. Du brauchst nicht unbedingt mit den Leuten zu essen. Das ist ein Geschäftsessen. Und du machst Produkte und das hat noch etwas anderes mit Geschäftsessen übrigens. Ja, das ist eine weiße Bestechung. Das ist weiße Bestechung. Das ist Bestechung von einer anderen Seite. Aber das akzeptiert man hier. Und da kannst du auch von Steuer absetzen. Natürlich, ja, natürlich. Ich meine, es gibt bei Firmen, es gibt einen Zettel so, auf der anderen Seite, der unterschreibt dir, der Kunde, dass er mit dir essen war. Das kenne ich ja. Ich meine, Alhamdulillah, ich kenne mich ein bisschen gut aus in Gesetzen auch. Auf jeden Fall, deshalb, Achi Barakallahu Fik, der hat keine Notwendigkeit und der hat eine Möglichkeit, entweder Urlaub zu nehmen und der wird nicht jeden Tag Termine haben. Und er kann seine Termine abends machen nach dem Iftar. Entweder Termine nach dem Iftar, Lösung. Lösung 2, Urlaub nehmen. Lösung 3, der sagt ihnen, ich bin Muslim und das ist mein gutes Recht zu fasten. Oder, damit er keine Probleme macht, der sagt nicht, ich faste. Der sagt, ich habe Bauchschmerzen, ich kann nicht essen. Oder der sagt ihnen, ich mache Diät. Okay?